Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Sons of the Forest. So, nachdem wir erst in der letzten Folge ein lustiges Geschnetzel hatten und dann einen wunderbaren Rundflug über die Insel genossen haben, nähern wir uns dem VIP-Bunker. Da bin ich mal drauf gespannt. Wir waren noch kurz beim Helipad da, haben uns richtig schön vollgefuttert. Noch ein bisschen Loot eingesackt, was wir so mitnehmen konnten. Wir sind eigentlich komplett vollgepackt mit Krams. Deswegen haben wir den Rest dann einfach über Bord geschmissen und die Kisten im Meer versenkt. So. Das ist ja praktisch. Es wird sowieso gerade Winter, ne? Die ersten Bäume sind schon braun. Ah, guck mal, Klebeband können wir noch mitnehmen. Schön. So, dann würde ich sagen, wir bauen jetzt gerade hier einen kurzen Camp. So. Und dann speichern wir hier nochmal ab. So. Gut. Hinein in die gute Stube. Achso. Platine eingesammelt. Achso, okay. Dann. Aha. Ach, wir haben die Tür aufgemacht. Hier sind drinnen drin. Hier ist innen drin alles zusammengestürzt oder was? Deswegen gilt das hier als Höhle, oder wie? Da ist zu. Da hängt noch einer. Okay. Hier kommt man wohl nicht rein, wa? Da liegt auch nichts drin. Also ich sehe jedenfalls nichts, irgendwie, was man da einsammeln könnte. Ein rotes Licht. Und was macht es? Es leuchtet rot. Der Klassiker. So, hier ist zu. Und hier geht's dann rein. Können wir die Taschenlampe erstmal wieder wegstecken, wa? Ah, hier gibt's auch noch tolle Sachen. Okay. Ja, dann schauen wir mal, wenn wir hier irgendwie jetzt, keine Ahnung, gleich irgendwie ein Problem kriegen sollten. Hier die Türen, die sind wahrscheinlich alle zu, ne? Notfalls, dann können wir nochmal hier hin, notfalls zurückgehen, ein paar Sachen einsammeln. Kann man das mitnehmen? Ein Hoppelhäschen, so als Plüschtier für Virginia? Da freut die sich doch bestimmt. Okay, es geht nach rechts, es geht nach links. Gehen wir nach links. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was richtig und falsch ist, ne? Don't follow us. Okay. Ich folge euch nicht. Hier sieht man ja gar nichts in der Ecke hier. Ein paar Bücher. Würfel. Den kennen wir aus dem ersten Teil. Aus dem ersten Teil. Aus dem Early Access, meine ich. The Holographic Tree. Aha, da geht's rein. Hier haben sie irgendeinen hingeschleppt. Schön hier.
Hat was. Ach, guck mal, die haben Slipknot-Masken auf. Nicht schlecht. Na, hier würde ich mich jetzt gerne hinsetzen. Da könnte man doch hier mal einen schönen Film gucken. So eine schöne Doku oder so irgendwie was. Ohren kann man auch nichts mitmachen. Liegen noch Handtaschen. Oh, da hängt einer. Laptop, mit dem können wir nichts machen. Da ist zu. Munition. Da sollten wir mal von der anderen Seite reingucken. Handgranate, Sprengstoff. Ja, das kann man alles nicht mitnehmen, ne? Weil wir halt rappelvoll sind. Schneiden ihm die letzte Münze aus den Rippen. Er hat auch ein schönes Messer. Diesen Hintergrund da. Von diesem Video, den gibt es irgendwo im Internet als Download. Den hatte ich mal in einem Livestream-Hintergrund. Da hatte ich das mal drin. Genau dieses Video. Ich glaube, das gibt's auf Pixabay oder so irgendwo. Ich weiß es nicht genau. Oh, noch eine GoPro. Okay. Das lief wohl nicht so gut. Stück Stoff. Mhm. Ach, hier können wir speichern. Schön. Wir speichern. Da liegt noch ein Zettel. Barbara, while I appreciate you confiding in me, I don't know what you are talking about. Okay. Was heißt denn? Also während, ich schätze es sehr, was heißt denn confiding in me, dass du... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, worüber du gerade sprichst. Mhm. This is not what we thought we were getting into. Das ist nicht, damit haben wir nicht gerechnet, dass wir da reinrutschen. We don't know anything about star patterns. Wir wissen nichts über Sternenkonstellationen. This is not a luxury retreat. It's a 3-hour walk to the golf course. Das ist kein Luxus, ja, Urlaub oder so irgendwie in der Art. Das ist ein 3-Stunden Spaziergang zum Golfkurs. Doris. Aha. Ah ja, Katzen. Wie bei 7 Days to Die, da gibt es auch Katzen. Kochtopf. Mhm. Hier kann ich mich dran erinnern. Hier, genau, hier geht's irgendwie rein. Okay. Hier geht's irgendwie rein. Da steht jemand. Da steht Timmy. Okay, wir lassen Timmy mal noch ein bisschen da rumstehen. Wir gehen mal nochmal komplett zurück. Wir müssen noch auf die andere Seite von dem ganzen Schuppen hier. Ich hoffe, ich finde das nochmal. Oh. Rescued. Eric LeBlanc. LeBlanc. Mhm. So, okay, also hier und dann da links rein, alles klar. So, warte mal, wie gehen wir nochmal hier zurück? Genau, da waren wir hier.
Da liegt auch noch was. The gold will heal us all. Aha. Through here to the gold city. Okay. Da geht's rein in die goldene Stadt. Okay, alles klar. Da waren wir gerade, glaube ich. Das müsste das gewesen sein, ne? Zur goldenen Stadt. Die goldene Stadt wird uns alle heilen. So. Und wir kamen hier irgendwo raus, ne? Ich glaube hier. Und dann haben wir gesagt, es geht rechts und es geht links, ne? Hier geht's auch noch rein. Handgranate. Wie die Granate explodiert in dem Video? Nee. Blow yourself up in the daughter's room. Spreng dich selbst in die Luft in dem Zimmer von der Tochter. Spreng dich selbst hier in die Luft. Genau hier, Yvonne. Was ist denn das für ein Kack, ey? Voll die Selbstmordattentäter hier, ey. Oh, ein Kleid für Virginia. Schön. Check mal gerade die Taschenlampe weg. Last Will and Testament of Edward Pufton. Aha, der letzte Wille, also Testament von Edward Pufton. Prior Wills and Codicils oder so irgendwie was. I revoke all prior wills and Codicils. Okay, ich drehe von allen meinen. I revoke, ich ziehe alle vorherigen Gedanken zurück oder so irgendwie was. Prior Wills, also Will ist der Gedanke, ne? Oder. Egal. Marshall states, I am married to Barbara Pufton, my spouse. Current children, I have the following living child, Virginia Pufton. The term child or children as used in this will only include the above listed children and does not include any other children of mine that are subsequently born or legally adopted. Okay. Der Begriff Kind, also Child oder Kinder, in diesem Testament beinhaltet nur die oben aufgeführten Kinder und beinhalten keine eventuell anderen Kinder, die ihm angehören könnten oder legal adoptiert wurden. Ja? Es geht also nur Virginia Pufton kann was erben. Executor Definition. The term executor in this will is synonymous with and includes the terms personal representative and executrix appointment. In a point. Ja, keine Ahnung, ist durchgestrichen. Egal. Unten da zählt. I leave to Virginia Pufton if they shall survive me for their own absolutely my entire estate of 794 Milliarden 515 Millionen 397.000 992 Dollar. Virginia, wir müssen mal reden. Also Virginia ist Milliardärin. Multi, mehrfach Supermilliardärin. Wahrscheinlich die beste, reichste Milliardärin, Person auf diesem ganzen Planeten. Krasser Scheiß. So, hier ist noch eine Tür. Da geht's nicht weiter. Ist noch, nee, ist keine Kiste. Okay. 794 Milliarden. Ja, ich hab die Zahl erst dreimal durchgelesen, bevor ich sie vorgelesen habe. Also, ne, also. So, wir gucken gerade hier. Ne, hier kamen wir her, ne? Hier sind wir hergekommen. Hier bei dem Müllkram. Genau. Dann waren wir hier. Und dann haben wir gesagt, es geht rechts und geht links. Rechts waren wir. Links waren wir auch schon, aber wir müssen links dann durch. Na gut. Ja. So. Jetzt müssen wir gerade schauen. Dann ging es hier rein. Und dann müssen wir hier durch. Guck mal gerade, ob hier noch irgendwie was ist. Da liegt noch was. Siehst du mal? Guck mal da. Hi Barbara, it was great to see you last night. It's so bizarre that Ed built this place based on some crazy vision he had. Also es war schön, dich gestern Abend mal wieder zu sehen. Es ist so bizarr und so merkwürdig, dass Ed diesen Ort auf einzig und allein auf einer verrückten Vision aufgebaut hat. I'm sorry you have to deal with this. Es tut mir leid, dass du jetzt damit leben musst. Let's meet again soon. Also lass uns bald wieder treffen. Doris.
Die Doris. Die alte. Die alte Doris. So. Dann ging es hier rum. Dann müssen wir... Nee. Da kam man her, ne? Warte mal. Wir müssen hier rein. Ist aber auch verwirrend, das hier. Hier waren wir doch gerade, oder nicht? Ist blöd. Hier liegt noch überall Stoff rum. Den nehmen wir natürlich mit. Hier so ein paar Hausschlappen wären auch gut. Oder? Ah ja, hier geht's rein. Gucke nochmal kurz hier. Aber hier ist nichts mehr. Schön hier. Hat schon was, ne? Sieht ganz schick aus. So, eine Runde baden und dann können wir los. Hey, alte Socke. There's gotta be a way to open this. A key. Something. Aha. Es muss einen Schlüssel geben, das zu öffnen. Hä? 4x Draht, 1x Schädel, 25 Stein, 33 Knochen, 4 Batterien. We're missing something. Er mit seiner Rüstung hier. Die Finger, die bewegen sich auch noch. Okay, irgendwas fehlt. Das heißt, wir müssen irgendwas suchen. Die Frage ist, was fehlt uns denn jetzt? Dafür. Also irgendwie eine Keycard oder so irgendwie was, ne? Also ein Handschuh oder so. Muss das ja sein. Wo findet man den denn? Also irgendwas müssten wir ja dann haben, ne? Und some old fishing villages. Mhm. This is how we solve the countdown. Das sind die Boote. Gibt's denn sowas wie einen goldenen Handschuh? Jede Menge Notizen und we have to get everyone out of the... Aha. Warte mal, es gab eine Notiz, da stand irgendwas drin, was man machen soll, bevor man hier reingeht. Das ist das Testament. So, make sure you close the gold door after you entered. The entrance will be in Pufton's home. Make sure you close the gold door after you entered. Ist das hier die goldene Tür?
Gibt's noch eine goldene Tür? Sind wir durch irgendeine goldene Tür durchgegangen? Müssen wir vielleicht doch nochmal ganz raus? Irgendwo irgendwie eine Tür übersehen? Können wir die Türen hier überhaupt zumachen? Nee. Also, keine Ahnung. Also wir können mal gerade zurücklaufen. Ich glaube hier lang, ne? Dann geht's hier hoch. Genau, dann kamen wir von hier. Hier liegt das Plüschtierchen. Hier ist ja auch nichts. Keine andere Tür oder sonst irgendwie was, ne? Hier kann man auch nichts zumachen. Da ist auch nichts. Hier geht's wieder raus, ne? Okay, Stockduster. Na, dann würde ich sagen, wir bauen uns mal gerade hier ein Lager auf, wa? Schlafen mal kurz hier. Na komm schon. Ging doch eben auch. Hallo. Wieso kann ich denn jetzt hier keine Plane hinlegen? Aha. So. Na. So. Hier schlafen wir bestimmt besonders gut. Speichern mal ab hier. Dann schlafen wir mal. Also was rausgefunden haben wir jetzt nicht, ne? Gar nichts. Es fängt an zu schneien. Das haben wir rausgefunden. Make sure you close the gold door. Tja, also ich schätze mal, das ist die goldene Tür. Die Frage ist, wie kriegen wir denn die goldene Tür überhaupt auf? Weil vorher, wenn wir die nicht aufkriegen, können wir die nicht closen, ne? So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich schnipsel mir jetzt hier schön Mutantenrüstung raus. Schon ist wieder Winter, ne? Ruckzuck ist hier wieder Winter. So, dann ziehen wir hier schön Mutantenrüstung an. Das auch noch. Heftig, ey. Kommen die direkt hier so angesprungen mit ihrem Krempel. Noch ein bisschen Tech-Mesh-Rüstung drüber. Dann lasse ich die goldene Rüstung erstmal aus. So, wir essen ein Happy Meal.
Wir essen eine Dose Ramen. Und dann hauen wir uns hiervon mal was rein. So, ist die schon mal leer, ne? Gut. Sehr gut. So, noch mehr Mutanten hier? Nee. Schade. Non-Believer, Ungläubiger. Er ist hier eingefroren. Hier sind wieder Gräber. Hier können wir schaufeln. Oder lass noch mal eine Runde schippen. Gucken, was wir hier Schönes entdecken. Na, also mal. Wie will sie. Sag mal, jetzt buddel den Kram da aus, Mann. Ein Knochen. Aha. Spule. Ja, ist nur Stoffkram drin, nichts Dolles, ne? Na egal, Hauptsache mal eine Runde hier gebuddelt. Ein schöner Zeitvertreib. Ein paar Münzen. Okay. Besser als nichts. In der Höhle? Nö. Gut, okay. Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, wie wir da jetzt irgendwie durchkommen. Irgendwas fehlt uns und ich weiß nicht was. Beziehungsweise, ich glaube, wir brauchen irgendwie so eine Art Handschuh oder so. Aber, ich wüsste nicht, was das sein soll. Und wo man das baut. Wo man das herbekommt. Da habe ich keine Ahnung von. Ich werde wahrscheinlich nicht drum rumkommen, mir das mal an... Oh, Virginia, alte Socke. Hey, cool. Wo hast denn die im Winter ausgegraben? Wo sind sie denn? Scheiß Schnee. Kein Mensch, du findest doch nicht mal mehr die Bären, die vor 10 Sekunden hier abgelegt hat. Naja, warte mal gerade, bleib mal stehen. Badeanzug. Kleid. Tarnanzug. Trainingsanzug. Kleid. Oh ne, das ist nicht so gut. Tarnanzug. Jetzt siehst du doch mal, da ist doch mal ordentlich das da. Oh, noch mehr Klamotten? Nö. Gut. Schick. So ein Tarnanzug. Das sieht ordentlich aus. Klasse. Okay, gut. Dann werde ich wahrscheinlich nicht drum rumkommen, mir mal irgendwie anzuschauen, was hier jetzt fehlen soll. Oder wo man das Ding da herbekommt, weil ich habe keine Ahnung, wie wir da irgendwie einen Schlüssel... Also, der legt ja seine Hand da drauf. Also wir brauchen irgendwie so eine Art Handschuh oder sowas. Aber ich weiß absolut nicht, wie und wo man das finden sollte. Na gut, dann machen wir mal pünktlich Schluss hier in der Folge. Und ich mache mich mal schlau und wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Genau. Virginia und ich sagen danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.